Mache ich's gerne. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Eva Rüttgers. Ich wurde schon ganz kurz vorgestellt, war auch korrekt. Genau, arbeite bei der SunSynet, bin dort Teamlead im Bereich digitaler Arbeitsplatz, Digital Workplace und begleite die Unternehmen vor allen Dingen im Consulting, dann natürlich in Bedarfsanalysen, in Anforderungsanalysen, aber auch bis hin zur Umsetzung. Und die Umsetzung ist bei uns eben technologieneutral. Und heute habe ich meinen Kollegen dabei, den Herrn Lorenz von Paul Software. Genau, einfach kurze Überleitung an dich. Danke dir, Eva, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Thomas Lorenz, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite und schön, dass Sie sich auch Ihre wertvolle Zeit nehmen, um unseren Vortrag heute auch anzuhören auf dieser tollen Veranstaltung. Ich bin jetzt seit knapp 18 Jahren in Summe dabei, sehe mich ein bisschen als Übersetzer zwischen der Fachabteilung, auch oft unter IT, und versuche genau, ja, die Menschen in den Organisationen glücklich zu machen, indem die Anforderungen, die einfach da sind für die tägliche Arbeit und zur Erfüllung derselben, wie kann man diese am besten mit Technologie umsetzen? Und ja, es ist immer schön, mit Eva von unserem Partner der SunSynet auch gemeinsam Webinare zu halten. Und heute haben wir auch ein spannendes Thema mit dabei. Wir werden den Weg, den wir jetzt in den nächsten 30 Minuten gemeinsam gehen, über diese drei Etappen ja, ablegen. Das heißt, wir haben zuerst natürlich die Fragestellung, um auf einen gemeinsamen, ja, Nenner zu kommen: Was ist denn überhaupt ein Digital Workplace? Damit wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Dann werfen wir das Thema Intranet und Digital Workplace auch mal in einen Topf und überlegen uns, ja, wo ist denn da das Delta? Kleiner Spoiler: Intranet ist kein Digital Workplace. Ich hoffe, damit greife ich nicht schon weit zu sehr vorab. Und dann ist es natürlich interessant, den Weg kennenzulernen. Also wie kommt man denn dann auch im Prinzip zum Digital Workplace? Also das sind die Etappen, die wir gehen. Und ja, ich schätze mal, Eva, aufgrund deiner Erfahrung, erläuterst du uns einfach ganz kurz, was denn eigentlich das Bild und das Ziel des digitalen Arbeitsplatzes ist, das wir erreichen wollen. Sehr gerne, ja. Also erstmal zu Beginn, ein digitaler Arbeitsplatz ist halt in erster Linie ein digitales Zuhause für den Mitarbeitenden und es deckt verschiedene Säulen ab. Wir haben da verschiedene Komponenten drin und diese Säulen können eben über verschiedene Plattformen, verschiedene Lösungen dann abgebildet werden. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Komponenten innerhalb eines digitalen Arbeitsplatzes. Und wenn wir uns diese verschiedenen Säulen hier mal anschauen, thematisch, dann ist es eben ein Bereich, der beschreibt, wir wollen Informationen erlangen, wir wollen irgendwie auch Identität zum Unternehmen bilden können. Das heißt ganz klassisch, wenn man es jetzt mal in Beispiel formuliert, Organisationsinformationen, also Größe, Strategien, Visionen, aber auch natürlich Informationen zu Abteilungen, zu Standorten. Das ganz klassische informationsbasierte Intranet tatsächlich, so, da kommen wir aber ja gleich nochmal zu. Dann geht es darüber hinaus natürlich auch noch um Vernetzung, um Dialog, also den ganz klassischen Austausch. Das kann auch über Messaging stattfinden. Das kann auch die ganz klassische Top-Down-Kommunikation sein, aber eben auch Social-Komponenten. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, was das genau heißt. Zusätzlich darüber hinaus dann das Thema Zusammenarbeit an Projekten, in Gremien. Auch da gibt es verschiedene Lösungen. Das muss nicht alles in einer Plattform laufen. Und ganz zum Schluss, ganz, ganz wichtig, was einen digitalen Arbeitsplatz dann auch wirklich vollständig macht, ist das Thema Prozesse, also Anbindung von Tools, Schnittstellenbildung, Integration von Arbeitstools oder Arbeitsabläufen. Das sind so diese vier Säulen, die wir auf jeden Fall immer betrachten sollten, wenn wir über einen digitalen Arbeitsplatz sprechen. Wir haben gleich auch noch mal ein paar mehr Informationen dabei. Was aber definitiv noch mal wichtig zu erwähnen ist, ein digitaler Arbeitsplatz ist allumfassend und eben ständig und jederzeit zu erreichen. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu betonen. Und also was mir gerade noch einfällt, wir sind ja natürlich auf den Wissensmanagement-Tagen. Das heißt eigentlich quer über alle Säulen. Also wir hätten es auf der Folie tatsächlich noch ein bisschen auch als Basis mit darlegen können, liegt natürlich das Thema Wissensmanagement, was sich dann auch in jede Säule auch mit rein erstreckt, was eigentlich genau in jeder dieser Komponenten auch eine wichtige Rolle spielt. Definitiv. Also übergreifend sollte das natürlich immer eine Rolle spielen, in jeder einzelnen dieser Säulen auch. Genau. So,
Grundsätzlich, Sie hatten es am Anfang angesprochen, wenn Sie Fragen haben, gerne in den Chat. Am Ende haben wir dann genug Zeit, um uns den Fragen dann auch in Summe zu widmen. So, jetzt wissen wir alle, ein digitales Zuhause. Ich fühle mich dann im digitalen Arbeitsplatz auch wohl. Wie sieht es denn aber aus, wenn ich jetzt aus der klassischen Intranet-Welt komme, und ja, mir überlege, ich möchte jetzt in diese neue Welt gehen, und so ein Intranet haben wir ja gerade schon gesehen. Von diesen vier Säulen haben wir tatsächlich nicht alle Säulen normalerweise im Intranet abgedeckt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel mehr auch noch tatsächlich außen herum. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, welche Entwicklung hat denn überhaupt das Intranet gemacht in den letzten Jahren? Also wenn wir von dem Intranet sprechen, dann ist es ja in ganz vielen Organisationen aktuell extrem unterschiedlich. Von dem modernen, also da gehst du jetzt auch gleich nochmal drauf ein. Aber ich sag mal, von einem Intranet, was vielleicht jetzt ganz frisch eingeführt oder überarbeitet wurde, bis zu einem Intranet, was tatsächlich viele, viele Jahre alt ist und jetzt gerade vor der Herausforderung steht, modernisiert zu werden. Und das ist dann natürlich ein Thema. Und dann auch, wo liegt denn immer noch genau der Unterschied zum digitalen Arbeitsplatz? Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke, ich hatte bei meiner Vorstellung ja schon gesagt, ich bin jetzt ziemlich seit 18 Jahren als Übersetzer. Vor 18 Jahren habe ich meine Diplomarbeit abgegeben und tatsächlich hatte diese Diplomarbeit das Thema Wissensmanagement, Einführung eines Intranets. Also deswegen ist es immer schön, hier auch auf den Wissensmanagement-Tagen auch zu sein. Und damals war aber das Verständnis eines Intranets noch irgendwie ein ganz anderes. Also man hatte oft in der Organisation ganz viele verschiedene Lösungen und auch ganz viele technologisch voneinander getrennte Einzellösungen. Das Thema Wiki ist natürlich mal gerade auch mit Wikipedia dann auch sehr, sehr hoch gehypt, sollte dann in jedem Unternehmen, in jeder Organisation auch mal gepflegt werden von den Menschen der Organisation. Dokumentenmanagement, ganz klar, damals waren Dateisysteme, Fileserver an der Tagesordnung. Da gingen, ja, sagen wir so, die ersten Initiativen los, dass man festgestellt hat, dass so ein klassischer File-Server einfach Nachteile hat und nicht unbedingt optimal ist, auch wenn sie Stand heute immer noch hier hin und wieder vorzufinden sind. Ja, und dann kommt natürlich, ja, sag ich mal, für das Thema Miteinander, da gab es auch schon erste Lösungen, aber die waren noch weit, weit weg davon, im Intranet auch integriert zu sein oder da auch schön zu funktionieren. Ja, und dann geht die Entwicklung weiter. Und Eva, ich glaube, da hast du jetzt auch zahlreiche, jetzt gerade als mit der Sansinet auch als Agentur schon zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Genau so ist es ja. Im Endeffekt wurden diese ganzen Einzellösungen dann natürlich irgendwie auch insofern erweitert, dass wir irgendwie zentrale Kommunikation stattfinden lassen mussten. Also irgendwann gab es eben diesen Bedarf zu sagen, also wir gehen ja immer vom Bedarf aus, ne? Warum sind diese verschiedenen Schritte passiert? Wir hatten unterschiedliche Bedarfe und die entwickeln sich. Und hier war eben der Bedarf zu sagen, wir brauchen irgendwie eine Plattform, um Kommunikation zu betreiben, weil momentan kriegen wir nicht alle Mitarbeitenden erreicht. Das heißt, hier wurde es eben wirklich zur zentralen Top-Down-Kommunikation verwendet. Und da redet man tatsächlich auch noch sehr klassisch, also ne, klassisch von diesem Intranet mit Top-Down-Kommunikation. Wobei, wenn wir ja weiterdenken, irgendwann dieser nächste Schritt kam, wo es immer noch um Kommunikation ging, aber gleichzeitig auch um Austausch. Also hier fand so ein bisschen dann eben diese Evolution statt, zu sagen, wir brauchen nicht nur top-down, ja, wir müssen nicht nur Mitarbeitende informieren, sondern wir möchten auch irgendwie was zurückbekommen. Wir möchten auch, dass untereinander Vernetzung stattfindet. Und das ist das klassische Social Intranet, was dann auch wirklich zum Begriff wurde, ne? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass dann die Kunden und Kundinnen auch wirklich Anfragen gestellt haben. Wir wollen ein Social Intranet. Und wir mussten auch oft erstmal klären, was heißt das denn für den Kunden, für die Kundin? Weil ein Social Intranet kann auch nochmal ganz andere Also es kann sein, dass wir irgendwie sagen, okay, wir wollen Vernetzung fördern, dann brauchen wir irgendwie auch ein gutes Expertenprofil, brauchen irgendwie eine Plattform, wo das überhaupt geht. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur bedeutet, wir brauchen Likes und Kommentare, weil man es aus Facebook kennt, ne? Und da muss man wirklich ganz konkret reinschauen, was da die Bedarfe sind. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen, Thomas? Also da habe ich tatsächlich eine ganz konkrete Erinnerung noch an ein Kundenprojekt,
Und zwar, das war ja auch ein bisschen die Zeit, in der dann ja auch Yammer von Microsoft aufgekauft worden ist, auch wenn das eigentlich noch ein eigenständiges Produkt war. Und ich bin ja rein im Microsoft-Ökosystem unterwegs und habe dann sehr viel rund um das Thema Yammer gemacht. Und eben ein Kunde hatte die Idee, tatsächlich Yammer als vollständiges Intranet auch zu nutzen. Und das war aber dann tatsächlich auch die Empfehlung jetzt von uns und jetzt auch die Berater, die dort auch vor Ort waren, dass natürlich Yammer selbst diese sozialen Funktionen schon übernimmt, aber das, was ein Intranet ansonsten noch benötigt, eben nicht abdecken kann. Also das heißt, hier haben wir immer noch verschiedene Baustellen, die nicht unbedingt allumfassend auch beantwortet wurden. Also das war für mich auch so ein Augenöffner. Ja, so die Kommunikation auch untereinander und im Netzwerk ist super wichtig. Ich bin ja ein großer Freund davon, interne E-Mails zu vermeiden, so gut es geht. Und ist aber einfach auch noch nicht ausreichend. Also da muss man tatsächlich noch den nächsten Schritt gehen. Ja, gute Überleitung, nämlich auch das Thema Yammer hier an der Stelle. Wir hatten ja eben die verschiedenen Säulen und Yammer deckt halt eben wirklich nur eine dieser Säulen ab und das ja auch nur zu einem Teilbereich, sage ich mal. Das heißt, wenn man sich jetzt mal den Status quo anschaut, dieses Digital Workplace, was ja immer im Raum steht und auch immer mit Intranet irgendwie gleichgestellt wird, das muss man wirklich differenzieren. Also, ein digitaler Arbeitsplatz besteht eben aus allen Säulen. Intranet kommen, ist es eben nur eine Säule. Und das ist jetzt quasi auch der Status quo. Wir versuchen, diese verschiedenen Säulen über verschiedene Plattformen, Tools, Lösungen abzubilden und das natürlich so integrativ wie möglich, denn wir wollen natürlich vermeiden, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hier ja, 50 Tools vor der Nase hat und erstmal entscheiden muss, wo muss ich denn jetzt überhaupt was machen? Ja, also was mache ich denn jetzt auf Yammer? Was mache ich denn auf Teams und was liegt denn jetzt eigentlich noch im Intranet? Ne? Also das muss natürlich dann auch geklärt werden. Und das gilt es dann auch abzubilden. Ja, also dieses Szenario, was benutze ich wann? Also das ist jetzt da hat sich Microsoft damals keinen Gefallen getan, als dann diese unterschiedlichen Möglichkeiten eben noch nicht miteinander integriert waren. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ich denke, ein schönes Resümee jetzt dieser Timeline ist, dass wir jetzt, glaube ich, gut gesehen haben, dass der digitale Arbeitsplatz einfach viel mehr ist. Das Intranet eine wichtige Komponente, aber tatsächlich nur eine Komponente des digitalen Arbeitsplatzes. Und jetzt, also das kleine Beispiel, was wir natürlich mitgebracht haben, jetzt einfach aufgrund uns, also jetzt vor allem meiner Vergangenheit, ist das Microsoft-Ökosystems. Eva, ihr seid ja noch im offener aufgestellt, was Technologien angeht, und ihr dient ja auch euren Kunden, mit denen ihr arbeitet, auch als Technologie, ja, ich sag mal, Auswahlberater. Das heißt, ihr nehmt die Anforderungen ja auf und geht absolut neutral heran und findet einfach das, was am besten passt für die Organisation. Ich finde aber, dass dieses Periodensystem das jetzt hier auch rund um Microsoft 365 mal aufgebaut worden ist, das sehr, sehr schön darstellt, dass einfach diese Vielfalt, die einfach auch notwendig ist. Und ich glaube, da kannst du das Delta auch ganz gut beschreiben, was so zwischen dem klassischen Intranet und dem, was man eigentlich benötigt, dann wirklich noch fehlt. Genau, also wir müssen ja, sagen wir mal, aus zwei verschiedenen Richtungen auch schauen, ne? Einmal der digitale Arbeitsplatz aus Sicht des Mitarbeitenden. Es ist ja so, dass wir als Mitarbeiter tatsächlich verschiedene Tools verwenden für unsere tägliche Arbeit, sprich ganz klassisch Word, Outlook und so weiter, um wirklich Dinge zu bearbeiten. Dann zusätzlich aber auch, um Urlaubsantrag zu stellen, HR-Works, wie sie alle heißen, Success Factors, Learning-Systeme. Also wir haben ja wirklich eine riesen IT-Landschaft und das ist das, was auch hier wirklich mit dieser Periodentabelle hier angezeigt wird. Es gibt sehr viele verschiedene Tools und die müssen wir irgendwie zusammenkriegen als einen einheitlichen zentralen digitalen Arbeitsplatz, der vielleicht auch einen zentralen Einstiegspunkt hat. Kommen wir gleich ja auch noch mal kurz zu. Aber für den Mitarbeitenden ist es so, dass das hochpersonalisiert sein sollte. Und das ist es im Normalfall auch, weil wir eben selber ja auch dann immer noch die Freiheit haben, wann verwenden wir was, wo und wie integrieren wir es. Und es sollte eben umfassend sein. Das hatte ich eben schon mal beschrieben. Wir sollten da eben nicht Tools vergessen oder die IT-Landschaft irgendwie nur halb betrachten, sondern das wirklich individuell auch für Zielgruppen betrachten und dann auch umfassend tun.
Und wenn es dann nochmal aus Sicht der Organisation geht, dann sollte es natürlich irgendwie integrativ sein. Das ist sehr wichtig auch für die Akzeptanz nachher bei den Mitarbeitenden. Und was wir auch immer empfehlen, ist der Bereich Low-Code, der natürlich momentan auch immer intensiver wird. Das ist ja auch ein Teil, der Microsoft hier wirklich, sage ich mal, entspricht, ne? Dass wir da eben nicht viel Eigenentwicklung betreiben müssen und der Aufwand sehr groß ist in der Umsetzungsphase, sondern dass wir uns mehr auf diesen Veränderungsprozess konzentrieren können und somit nicht ständig in die Eigenentwicklung gehen und irgendwie ein Webpart neu bauen und das dauert wieder irgendwie einen Monat, sondern zu sagen, okay, was sind Veränderungen, was können wir anpassen, was kommt vielleicht gerade auch von den Tools schon mit, weil auch da kommen ja ständige Updates. Also das ist wirklich, das sind so diese vier Themen, wo ich sage, das zeichnet wirklich einen digitalen Arbeitsplatz aus. Das ist ja auch ein bisschen der Kulturwandel, der in den letzten Jahren ja auch noch mit, oder eigentlich der IT-Wandel, der passiert ist, dadurch, dass man ja aus der klassischen On-Premises-Welt natürlich jetzt dann auch in die Cloud-Welt auch mit umgezogen ist. Und das, also diejenigen, die es können, es gibt genug Teilnehmer der Veranstaltung, die noch, sag ich mal, in einem Ökosystem unterwegs sind und regulatorisch noch dazu, ich habe genötigt, in Anführungszeichen, da wirklich noch on-premise auch zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz, tatsächlich ein Großteil der Organisationen hat diesen Weg schon hinter sich, vor allem jetzt in den letzten Jahren natürlich beschleunigt durch Corona. Da wurde dann auf jeden Fall Teams eingeführt. Ich meine, die Zahlen sind ja enorm. 145 Millionen aktive tägliche User, die Teams erstmal für die Meetings benutzen müssten, aber jetzt natürlich dadurch, dass die Technologie da ist, dann auch weitergehen können. Da hatten wir gestern auch einen Vortrag dazu, wie die Teams-Evolution auch aussehen kann, von der reinen Meeting-Plattform hin zu einer vollwertigen, auch zum digitalen Arbeitsplatz, bei dem das Intranet eine Rolle spielt, bei dem Teams aber auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Weil wenn wir uns nämlich mal ansehen, welche vier Punkte wir jetzt auch hier haben, was zeichnet einen digitalen Arbeitsplatz aus? Dann finde ich hier erstaunlich viele, die auch auf Microsoft Teams zutreffen könnten. Also das ist auf jeden Fall eine Alternative, wenn man vom digitalen Arbeitsplatz spricht, vielleicht auch in Zukunft, also noch nicht unbedingt im Jetztstand. Denn genau solche Faktoren wie Personalisierung umfassend, die unterschiedlichen Komponenten, die da noch mit reinspielen, die findet man tatsächlich alle auch in Microsoft Teams wieder. Also deswegen, wenn man auf dem Weg ist, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Nachdem das auch für Microsoft eine sehr, ja, strategisch wichtige Lösung ist, die sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und deswegen jetzt zum Abschluss zu der Folie von mir aus noch, den Ansatz, den du hier hast mit dem Low-Code, das ist natürlich jetzt besonders wichtig, denn wenn man diesen Schritt mal gegangen ist, ist man plötzlich in dieser Evergreen-Welt. Das heißt, man bekommt ununterbrochen neue Funktionalitäten, man muss am Ball bleiben, es kommt etwas Neues und umso mehr ich natürlich meine eigene Umgebung individuell angepasst habe, umso mehr Aufwand habe ich dann, das am Laufen zu halten und auch kontinuierlich eigenständig zu pflegen. Deswegen meine Empfehlung, möglichst nah am Standard bleiben. Und wenn man erweitern möchte, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich aktuell bei einem Softwarehersteller bin, sondern es ist auch wirklich auch die Empfehlung von Microsoft, dann halt auf Standardprodukte gehen, die dann, sage ich mal, so nah wie möglich dann noch an dem Nativen auch mit dran sind und einem auch diese Verantwortung abnehmen, ja, Zahn der Zeit auch einfach zu bleiben. So, aber apropos am Zahn der Zeit bleiben, Eva, wie kommt man denn am besten, wenn man jetzt in der Situation ist, Intranet, dann hin zum digitalen Arbeitsplatz? Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Stufen, die wir beachten sollten. Man kennt ja so diesen typischen Dreiklang irgendwie Analyse, Konzeption, Umsetzung, aber es gibt mit Sicherheit noch Schritte dazwischen. Und womit man definitiv anfangen sollte, wenn ein Projekt eben noch nicht initialisiert wurde innerhalb des Unternehmens, dann ist das natürlich immer der erste Schritt. Ja? Also Budgetfrage klären, das Management involvieren, einfach
den Status quo aufnehmen. Ja, also ich nenne das immer Status quo Screening. Also wirklich mal zu schauen, wie ist denn gerade der Status quo? Wie sieht denn die IT-Landschaft gerade aus? Wo stehen wir? Welche Säulen werden gerade abgedeckt? Welche Stakeholder gibt es? Also wirklich hier auch ein Team zusammenzustellen, was heterogen auch dieses Projekt abbilden kann. Es ist ganz wichtig, hier alle Stakeholder abzuholen, weil wir in einem digitalen Arbeitsplatz nicht in einem kleinen Intranet-Projekt arbeiten, sondern das betrifft die gesamte Organisation, jeden Mitarbeitenden und eben damit auch viele, viele Stakeholder. Also ganz wichtig, erster Schritt, Team, Projektinitialisierung. Dann empfehlen wir auch natürlich, irgendwo sich einen Partner zu suchen, ja. Sei es ein Softwarehersteller, sei es eine Agentur, ein Dienstleister. Holen Sie sich da auf jeden Fall Unterstützung, weil es gibt sehr, sehr viele Themen, die natürlich in anderen Unternehmen schon mal gemacht wurden, ja. Also die Erfahrung, da kann man natürlich auch ja, von profitieren und sich da einfach die Unterstützung suchen, um ein solches Projekt dann auch vernünftig aufzusetzen, eine gute Grundlage zu setzen. Das ist tatsächlich ein spannendes Szenario, wie man dann auch immer mit auch oft Technologie und Beratungspartneragentur auch zusammenarbeitet. Und wir kennen das ja aus beiden Seiten, Eva. Also ihr habt ja Kunden, die kommen zuerst auf euch zu und fragen dann natürlich auch erstmal nach der konzeptionellen und inhaltlichen Beratung. Wir haben aber auch andere Kunden, die sind vielleicht einfach mal googeln gegangen, Intranet, SharePoint, Drittanbieterlösungen und sind dann auf uns zugekommen, haben sich unsere Lösungen angeguckt. Und was wir dann definitiv machen, ist, wir empfehlen Partner. Also wir sagen dann, guck mal, hier gibt es einen Satz, SunSynet, die kann wirklich vollumfänglich aus dem Erfahrungsfundus dann auch schöpfen und auch profitieren. Und man sollte tatsächlich einen erfahrenen Partner auch mit ranholen. Das hat, sagen wir, verschiedene Facetten im Projekt. Wer daran tieferes Interesse hat, ich glaube, wir haben noch ein paar Plätze für unsere Projektrunde am Freitag frei. Da sprechen Eva und ich mit Ihnen sehr gerne darüber, was so spezielle Herausforderungen sind, wenn man in so einem Projekt steckt mit einem Softwarehersteller und auch einer Agentur und wie man das möglichst effizient auch durchführen kann. Gut, aber so viel Ja, bin ich. zur kleinen Grätsche. Ja, aber da bin ich auch echt gespannt auf die Beiträge, auch aus der anderen Perspektive, ne? Also wir betrachten das ja mal aus unserer Perspektive und Genau. das mal aus der Organisation zu hören, interessiert mich auf jeden Fall auch. Genau, was natürlich dann folgt, sind die ganz klassischen Schritte Bedarfsanalyse, Anforderungsanalyse. Natürlich wird das Screening auch irgendwo mit dem Partner zusammen gemacht. Das kann vorab oder halt eben währenddessen hier passieren. Sprich, man schaut hier wirklich, dass man auch die Mitarbeitenden, die Stakeholder involviert, Bedarfe aufnimmt. Man sollte natürlich jetzt nicht rangehen und sagen, okay, irgendwie Ziel ist es digitaler Arbeitsplatz, wir haben die und die Anforderungen, sondern wirklich zu schauen, wo kommt denn diese Anforderung überhaupt her? Was ist der Bedarf? Ja? Was brauchen wir überhaupt? Was braucht der Mitarbeitende? Und da auch auf die verschiedenen Zielgruppen achten, das sage ich immer wieder, das betone ich sehr gerne, weil die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir erfahren das immer wieder, dass das auch in den Projekten vergessen wird. Und das ist wirklich sehr wichtig, hier dann die Anforderungen festzuzurren, aber eben von den Bedarfen auszugehen. Genau, das ist so Schritt 3. Und wenn man das gesetzt hat, wenn man weiß, was man braucht, was man, was der Mitarbeitende möchte oder für die tägliche Arbeit noch effizienter machen oder sowas, dann kann man eben in diese Technologieentscheidung gehen, mit dem Partner gemeinsam, dann zu schauen, okay, was passt zu uns, was passt zu unserer IT-Infrastruktur, welcher Partner als im Sinne von Softwaredienst-Hersteller passt zu uns. Ja, da gibt es ja auch deutlich mehr Faktoren, als man vielleicht denkt. Also es geht ja nicht nur ums Produkt, passen die funktionalen Anforderungen, sondern natürlich auch Standort, Lizenzkosten und so weiter. Da geht es natürlich um viel, viel mehr als nur funktional. Ja, und dann geht es natürlich in die iterative Umsetzung. Da kannst du natürlich dann auch aus dem Nähkästchen plaudern, Thomas. Genau, also was einfach wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass man nicht wie früher so ein Wasserfallmodell einmal so ein schönes System aufsetzt und dann ein paar Jahre mit diesem System lebt. Ich habe das vorhin mit dem Evergreen-Ansatz ja auch schon mal kurz angesprochen. Das ist aktuell einfach nicht mehr so. Und sagen wir, der Weg, den man normalerweise dann beschreitet, ist, dass man sehr iterativ herangeht. Das heißt, ich fange mal an, identifiziere dann tatsächlich den Inhalt und den Umfang, den diese Version 1.0 haben soll. Und die muss nicht umfänglich sein.
Gerade wenn ich den Schritt natürlich der Modernisierung gehe, dann sollte die neue Version nicht nur hübscher aussehen, sondern natürlich mindestens die alte Funktionalität mitbringen, weil wir kennen das ja alle von unseren Menschen und Kollegen und Kolleginnen in der Organisation, dass wenn man ihnen etwas wegnimmt, dass man dann garantiert auf einen gewissen Widerstand stößt. Also das ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man sich überlegt, was ist jetzt Bestandteil meiner 1.0-Version. Aber man muss jetzt noch nicht überlegen, hier mit Gamification-Konzepten anzukommen, sondern man braucht ja auch noch eine Vision, eine eigene Roadmap, die man geht, um das Ganze kontinuierlich eigenständig weiterzuentwickeln, aber dann natürlich auch anzupassen, wenn jetzt sich die, ja, ich sag mal, das Umfeld vielleicht im Bereich Wissensmanagement tut, also rein technologisch, wenn da jetzt neue Funktionalitäten auch von Microsoft kommen, wie ein Viva Topics. Man muss analysieren, ob das etwas ist, was man implementieren möchte. Und wenn man das implementiert, dann ist es definitiv ein Punkt auf der Roadmap, den man dann anstreben kann. Aber nicht zum Go Live, sondern dann eben iterativ zu einem späteren Zeitraum. Gut, aber ich denke, wir können das jetzt dann auch schön zusammenfassen, damit wir noch die geplante Zeit für die Fragen haben. Wann ist dann das Intranet oder wird das Intranet zum digitalen Arbeitsplatz? Und hier haben wir jetzt mal tatsächlich ein paar bisschen Text auf der Folie. Also all diejenigen, die uns normalerweise nach den Veranstaltungen, nach den Folien fragen, die sind vielleicht nicht unbedingt immer glücklich, nachdem wir versuchen, möglichst wenig Text zu nutzen. Aber das ist einfach uns nochmal wichtig. Das sind die Punkte, die Sie aus unserem Vortrag auch nochmal mitnehmen können. Das heißt, für den Mitarbeitenden der einfache zentrale Einstieg zu allen Inhalten. Das heißt, ich nehme diese Vielfalt und konsolidiere diese Vielfalt an einer Stelle für den Menschen, der auch wirklich arbeiten muss. Ein Faktor, über den wir jetzt heute nicht gesprochen haben, aber der natürlich auch ganz wichtig ist, der Zugriff von verschiedenen Endgeräten und von verschiedenen Orten aus. Das ist ja jetzt nicht nur durch Corona, sondern einfach die hybride Arbeitsweise ist einfach jetzt bei uns auch angekommen. Also man kann da nicht mehr umhin. Man kann, denke ich, in vielen Stellen nicht mehr einfordern, dass Mitarbeiter 5 Tage die Woche im Büro sind. Ansonsten hat man, denke ich, Probleme, bestimmte Mitarbeitergruppen überhaupt zu akquirieren. Die würden das dann suchen sich dann potenziell vielleicht dann doch andere Organisationen im Mitbewerb aus, die dann das auch anbieten. Und ja, aber was ist denn für dich, Eva, jetzt vielleicht als letzte Zusammenfassung, bevor wir in die Fragen gehen, der wichtigste Punkt? Ja, wenn man es jetzt mal hier aus diesen Punkten mal rausfischt, dann ist es auf jeden Fall das kontinuierliche Weiterentwickeln. Du hast eben auf der Folie es auch schon angesprochen, dass man es eben kontinuierlich tut und auch nicht direkt mit dem großen Big Bang irgendwie live gehen muss. Wir hatten ganz zu Beginn diese verschiedenen Säulen und es ist wirklich sehr oft so, dass wir uns zu Beginn des Projektes sagen, okay, wir wollen zwar alle Säulen abdecken, klar, wir wollen einen digitalen Arbeitsplatz und das entspricht natürlich all diesen Säulen, aber wir starten erstmal mit diesen zweien oder diesen dreien und das dritte ist auch nur ganz wenig drin. Also, dass man sich wirklich klar macht, wir brauchen auch Zeit, um das Ganze zu entwickeln. Und wir müssen immer wieder auf diese andauernden Veränderungen reagieren können. Das heißt, Low-Code ist ja auch nochmal das Stichwort. Wir können durch Low-Code natürlich deutlich schneller und deutlich agiler arbeiten und auf Änderungen reagieren. Wir merken das ja jetzt alleine in den letzten 2 Jahren, was da an Änderungen auf uns zugekommen ist. Und wir waren alle irgendwie in der Lage zu reagieren, weil dieser Trend schon da war. Und der ist jetzt natürlich schon irgendwie deutlich größer geworden. Aber dessen müssen wir uns wirklich bewusst sein, dass wir hier immer, und der Wandel, der wird nicht weniger, immer auf dem neuesten Stand sein müssen. Und der Bedarf der Mitarbeitenden wird sich ständig verändern. Und darauf sollten wir achten. Das heißt auch immer wieder mal zu fragen, was sagen denn Mitarbeitende, was brauchen die und das dann wirklich auch anzupassen. Ja. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Der Mensch ist im Mittelpunkt und deswegen sollte man regelmäßig nachfragen und das auch nicht aus den Augen verlieren. Auf jeden Fall auch Kennzahlen erfassen, wenn es darum geht, wie werden denn auch wird man Intranet genutzt, wie wird mein digitaler Arbeitsplatz genutzt. Gut, aber wir sind am Ende der Zeit angekommen. Herr Winter, ich bin mal sehr gespannt, welche Fragen eingegangen sind im Laufe, beziehungsweise jetzt natürlich auch noch eingehen, damit wir die letzten 10 Minuten auch noch in einem guten Dialog auch miteinander verbringen.
Ja, im Hinblick ergänzend direkt zu der Weiterentwicklung. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für den wirklich sehr schönen, kompetenten und sehr gut nachvollziehbaren Vortrag von Ihnen. Das war schon mal ganz, ganz große Klasse. Und jetzt kommt eine Frage: Wie bleiben Sie auf dem Laufenden bezüglich Updates und Features und wie kommunizieren Sie diese mit den Kunden? Ja, vielleicht kann ich da gerade einmal starten. Wir selbst haben natürlich auch unsere Methoden bei uns in der Organisation, um das zu tun. Aber wir empfehlen den Kunden und Kundinnen vor allen Dingen im Bereich Change Communication mit Botschaftern und mit ja, Personen im Unternehmen, die uns quasi als Projektteam erweitern und somit auch immer genau auf diese Veränderungen achten. Ja? Also manche Veränderungen, die werden angekündigt, manche kriegt man vielleicht nicht immer mit, die sind dann plötzlich da. Das heißt, wir müssen viele sein, die schnell Dinge mitkriegen und das Ganze dann auch schnell kommunizieren. Der typische Evergreening-Ansatz ist natürlich der, dass wir nicht immer alles mitkriegen, aber trotzdem kommunizieren müssen. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Plattform, wo wir das auch schnell tun können, wo nicht eine große News rausgehen muss, sondern irgendwie ganz schnell auch eine Nachricht geschrieben wird: Hey, habt ihr schon das neue Feature gesehen, das vielleicht auch ein bisschen spielerisch zu gestalten, um das dann auch einzuführen. Das ist aber wirklich auch nur möglich bei kleinen Features. Wenn man dann in wirklich große Themen kommt, sprich wir führen einen SharePoint ein, ja, dann ist das natürlich noch mal ein ganz anderes Thema und auch da ist Change Communication ein ganz, ganz großer Punkt, wirklich die Mitarbeitenden mitzunehmen mit Trainings, mit der klassischen Kommunikation von Informationen, Mehrwert, Vorteile und so weiter. Also da wirklich am besten noch mal ins Thema Change Communication, Change Management reingucken, um da eine gute Kommunikation hinzubekommen. Eine kleine Eine Ergänzung. weitere Frage. Achso, Ja, Herr okay, ja, Lorenz. dann machen wir lieber die nächsten Fragen. Vielleicht hier von meiner Seite nur einfach ganz kurz. Ich finde es sehr wichtig, dass man Verantwortlichkeiten auf der einen Seite hat, wer sich dann auch da wirklich auch darüber informieren kann, um zu kommunizieren, aber dass man auch eine Kultur schafft, aus der dann die Mitarbeitenden motiviert sind, wenn sie Neuigkeiten entdecken, diese dann auch auf so einer sozialen Plattform zu teilen. Und damit hat man dann plötzlich zwei Wege. Und wenn man mal eine Information verpasst, dann gibt es aber vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin, die dann etwas gelesen hat und das dann vielleicht eben in Teams oder in Yammer, je nachdem, irgendwo postet. Das heißt, damit kommt man eigentlich ganz, ganz gut durch. Wir haben jetzt dazu direkt noch eine Folgefrage gekriegt. Das finde ich auch sehr interessant, nämlich ein Teilnehmer möchte wissen, wie sieht denn die Kommunikation zwischen Ihnen, Partnern und dem Kunden konkret aus? Gehen Sie da proaktiv auf den Kunden zu? Also da ist so ein kleiner heimlicher Kundenwunsch zu erkennen. Ja, in welcher Phase ist gerade die Frage? Also wir sind theoretisch natürlich, wenn wir jetzt in diesem Dreiergespann ja denken, immer gemeinsam unterwegs. Das heißt von Betrieb bis Vertrieb bis hin zum Betriebssupport im Projekt. Da bin ich jetzt mal gespannt, welche Phase genau gemeint ist. Ansonsten definitiv morgen in den Vortrag oder in die Projektrunde auch reinkommen, weil da besprechen wir das Thema auf jeden Fall nochmal genauer. Jetzt wurde konkretisiert durch den Teilnehmer beispielsweise nach Einführung. Und das kann ich natürlich nachvollziehen. Das Ding läuft, das Ding steht, es lebt. Und auf einmal ist man so in sich selber gesetzt, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, was sich drumherum alles weiterentwickelt. Schließen Sie diese Lücke proaktiv. Ja, also es ist so, dass wir natürlich jetzt von unserer Seite aus auch immer mit dem Kunden und der Kundin im Kontakt sind, um genau dieses Evergreening-Prinzip zu leben. Ja, also wir empfehlen natürlich da auch immer wieder im Kontakt zu bleiben. Aber Thomas, ihr habt da ja auch noch eure, sage ich mal, Roadmap im Hintergrund immer liegen, so dass auch diese Informationen immer mit dem Kunden geteilt werden, richtig? Richtig, also uns ist es sehr wichtig, dass wir jetzt also von Herstellersicht sehr transparent sind. Wir haben auch ein Customer Success Team, was auch regelmäßig informiert. Also wir bringen ja monatlich neue Funktionalitäten in die SharePoint und in die Microsoft Teams Welt mit rein als Ergänzung. Und da ist es natürlich wichtig, dass man erfährt, was kommt, damit man dann entscheiden kann, ob ich das jetzt nutze. Das ist ein neues Look and Feel der News oder ein neues Template jetzt für Ideenmanagement zum Beispiel, damit ich sehen kann, okay, da kommt was Neues, damit ich da ein Auge drauf werfen kann, ich es testen kann und dann in eine Weiterentwicklung meines nächsten Intranets digitalen Arbeitsplatzes das dann auch mit aufnehmen. Also deswegen, tatsächlich sind wir hier sehr, sehr aktiv,
Außer als Kunde sagt man, nee, ich will nicht. Ich möchte nicht mit irgendwelchen Informationen informiert werden, dann natürlich nicht. Aber ansonsten kümmern wir uns aktiv um unsere Kunden. Ganz herzlichen Dank. Mit den Fragen kommen noch mehr Fragen. Jetzt haben wir noch 4 Minuten für 4 Fragen. Also jetzt müssen wir eine richtige Powerrunde machen. Könnte ich eventuell eine Aufzeichnung des Teams-Webinars bekommen? Ich weiß nicht, ob das gestern aufgezeichnet werden, die Sessions aufgezeichnet, Herr Winter? Die Vorträge, ja. Klären Dann wir müsste es ab. eine geben von gestern, ja. Klären wir nochmal entsprechend mit ab. Welche sind denn die Low-Code-Apps im Microsoft-Periodensystem Forms? Was noch? Also ich meine, da gibt es eine Menge. Aber Forms ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges. Grundsätzlich ist die ganze Power-Plattform aktuell extrem wichtig und die wird auch noch wichtiger werden, um auch diese Säule der Prozesse auch noch mit anzubinden. Wenn ich mich kurz halten muss. Ja, Ja, also super. konkret Ja, vielleicht super. Power Automate, Power BI und so weiter. Also das sind wirklich so die Und Power-Plattformen, ja. wie sind denn Ihre Erfahrungen aus Projekten hinsichtlich der Überführung von Legacy Systems in Richtung so nah wie möglich am Standard, Beispiel alte SharePoints zu SharePoint Online? Also da darf ich kurz zuerst antworten, Eva. Und zwar, also ein wichtiger Aspekt, und da möchte ich auch auf dieses Periodensystem nochmal eingehen. Man darf einen SharePoint On-Premise nicht mit einem SharePoint Online 1:1 vergleichen, weil man sehr viele der Funktionalitäten, die man vielleicht auch gerade früher sehr individuell für SharePoint entwickelt hat, plötzlich an einer anderen Stelle wiederfindet. Das beste Beispiel ist auch diese ganze große Säule der Zusammenarbeit, was man früher über klassische Projektseiten in der SharePoint-Welt angelegt hat, was jetzt zu 100% normalerweise in Microsoft Teams passiert. Natürlich mit dahinterliegender SharePoint-Seite. Aber also da ist es einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass man aus dem Vollen schöpfen kann, und dass man eben dann, ja, ich sag mal, wirklich die Gelegenheit nimmt, auch aufzuräumen. Also jede Migration ist ja auch eine Chance zu sagen, ich räume auf und ich nehme nicht den ganzen zugemüllten Keller meines Hauses und packe ihn einfach ein und nehme ihn in mein nächstes Haus mit, sondern ich schaffe es vielleicht tatsächlich nur die Dinge mitzunehmen, die mich interessieren. Und da ist es wichtig, Verantwortliche zu definieren, für den Content, für die jeweiligen Seiten und die abzufragen. Das ist aber auf jeden Fall ein komplexes Projekt und da würde ich auch ganz klar wieder einen Migrationspartner empfehlen. Ja, vielleicht kleine Ergänzung. Im Endeffekt ist es tatsächlich genau das gleiche Projektvorgehen. Wir müssen aufnehmen, was ist bereits da, was sind die Bedarfe, was kommt vielleicht mit. Ja, also man kann natürlich auch Dinge mitnehmen, aber im Endeffekt schaut man trotzdem noch mal ganz neu auf die Sache, weil es hat sich mit Sicherheit was verändert, wenn man vorher ein SharePoint 2013 hat und jetzt in Richtung Online möchte. Genau. Genau. Ja, liebe Frau Rüttgers, lieber Herr Lorenz, das war eine sensationelle Punktlandung. Und ich habe so das Gefühl aus den Fragen der Teilnehmer, da ist noch mehr da, was die Menschen interessiert und beschäftigt. Und ich denke mal, Sie haben noch Formate ja auch im Rahmen dieser Tage, wo Sie erreichbar zugänglich sind. Und auch über diese Tage hinaus bin ich mir sicher, dass Teilnehmer sich an Sie wenden werden. Und ich habe auch das Gefühl, Sie sind bei Ihnen in sehr guten Händen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, alles Gute und wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder mal bei unseren WIMA-Tagen präsent sind. Herzlichen Dank. Vielen Vielen Dank an Dank die auch von Teilnehmer unserer und vielen Seite. Dank, Herr Winter, an die Moderation. Tschüss. Gerne. Tschüss. Tschüss.